60 Sekunden Selbstständigkeit, heute mit einem besonderen Gast. Uwe Melicher. Was machst du, Uwe? Ich bin Verpackungsdesigner, entwickle Verpackungen für meine Kunden rund um den Globus, kann man sagen. Also ich bin tatsächlich international unterwegs und helfe, die Verpackung entweder nachhaltiger zu machen oder eine nachhaltige Verpackung von Scratch zu entwickeln. Wie bist denn du dazu gekommen? Ich habe Grafikdesign studiert und habe mich aber immer schon auch so für die dritte Dimension, fürs Haptische interessiert. Und dann bin ich bei der Firma, in der ich angefangen habe zu arbeiten, bin ich da reingerutscht und habe dort die Verpackungsabteilung aufgebaut und bin dort auch in die Selbstständigkeit gekommen, weil ich ziemlich schnell, nämlich schon nach 3,5 Jahren, dort Partner wurde. Aber das ist alles schon 25 Jahre her. Cool, da kommen wir gleich nochmal drauf. Nochmal kurz Verpackungsdesign. Also das ist so eine Sonnencreme in der Verpackung. Muss ich mir das so vorstellen? Oder welche Produkte machst du? Bei der Sonnencreme ist es vielleicht sogar die Tube-Verpackung, aber vielleicht auch noch eine Secondary-Zweitverpackung drumherum. Eine Schachtel kann sein. Ja. Und warum ist die Verpackung so wichtig? Die Verpackung hat mehrere Aufgaben. Sie schützt das Produkt natürlich gegen Einflüsse, Wasser, Beschädigung, alles Mögliche. Sie ist Kommunikationsträger. Sie hilft, das Produkt zu entnehmen und wieder frisch zu halten, wieder zu verschließen. Also das ist recht umfassend, je nachdem, was es für ein Produkt ist. Da gibt es große Unterschiede. Das ist echt so super spannend. Und sag mal, wie bist du dazu gekommen, dann nachhaltige Verpackungen zu entwickeln? Ja, ich habe gemerkt, dass das unserer Umwelt einen großen Schaden zufügt. Wir kennen die Diskussion Plastik in der Natur. Und gleichzeitig habe ich aber auch für mich selber gemerkt, dass ich etwas machen möchte, was nicht noch mehr Müll schafft. Und dann habe ich gedacht, ich nehme den Fokus mal etwas enger und konzentriere mich auf nachhaltige Verpackungen. Das ist ungefähr 10 Jahre her. Damals war da kein großes Interesse. Da ging es mehr um Kostenoptimierung, um Effizienz und weniger um Nachhaltigkeit. Heute ist das natürlich anders. Okay, da kommen wir gleich nochmal drauf, was das bedeutet hat für deine Selbstständigkeit. Aber jetzt zurück zur Selbstständigkeit. Also du bist dann relativ schnell Partner geworden. Was hat denn das mit dir gemacht? Ja, das hat im Prinzip darauf eingezahlt, was mir wichtig ist. Ich wollte wirklich lenken, ich wollte das Unternehmen mitgestalten. Ich wollte auch meine Entscheidungen selber treffen, natürlich in einem Partnerkontext, das ist klar. Aber es war schon so ein innerer Gestaltungswille da. Nicht nur Gestaltung im Sinne von Design, sondern halt auch Gestaltung im Sinne von Unternehmen. Und ich stelle mir das so vor, du bist da jetzt in dieser Agentur, das heißt, du kennst die schon ein bisschen und dann wirst du auf einmal Partner. Haben die dich dann auf das, was kommt, ein bisschen vorbereitet oder bist du da auch eher ins kalte Wasser gesprungen? Das war kaltes Wasser. Das ist auch komisch, wenn man plötzlich der Chef von den Kollegen ist, die bis kurz vorher halt noch die Kollegen waren und sonst nichts. Das war schon eine ganz schön schwierige Zeit am Anfang, aber ich habe es nie bereut. Okay, aber großen Mut bewiesen, den Schritt zu gehen. Was waren so deine ersten Learnings in der Zeit? Ich habe gelernt, was es halt bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe auch gelernt, dass das nicht immer gut läuft. Es gab auch mal wirtschaftlich Rückschritte. Da muss man auch gerade stehen für das, was man tut. Und das das sollte man sich gut überlegen, wenn man diesen Schritt wagen möchte. Okay, und magst du dann noch mal ein bisschen weiter erzählen, wie es dann weiterging? Ja, dann kommen 25 Jahre. Tatsächlich, ich war 25 Jahre bei der Agentur Faktor und dann bin ich zu einem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich möchte halt den Fokus enger nehmen. Ich möchte irgendwie auch schneller arbeiten, agiler arbeiten. Und in dem Kontext, ich bin immer noch gut befreundet mit meinen früheren Partnern, aber in dem Kontext war das alles nicht mehr so möglich. Dann habe ich mich entschieden, mich nochmal selbstständig zu machen, sage ich immer, und habe ein kleines Unternehmen gegründet und habe beschlossen, mit meinem Netzwerk zu arbeiten. Ich habe so viele Netzwerkpartner gefunden über die Jahre, dass ich darauf die neue Selbstständigkeit aufbauen wollte. Und das war ein Monat vor Corona. Krass, aber da hattest du quasi den Pfad mit Nachhaltigkeit dann schon eingeschlagen, oder? Ja. Okay, ja. Und kannst du mir noch erzählen, was dieser quasi der Fokus auf die Nachhaltigkeit eigentlich für deine Selbstständigkeit bewirkt hat? Weil das, was ich immer sehe, umso stärker man fokussiert ist, umso klarer werden die Sachen. Man muss nur aufpassen, dass das, was man bearbeitet, groß genug ist. Würdest du das so unterschreiben? Das würde ich dir sofort unterschreiben. Okay. Sofort unterschreiben, das ist richtig. Also mir hat das sehr geholfen, dieser Fokus in der Sichtbarkeit, gerade über die sozialen Medien, da hat man doch schon mal einen ersten Filter vorgeschaltet und auch in meiner Arbeit, dass man also einfach mal ein paar Dinge auch ausblenden kann, weil das Thema an sich ist schon so komplex und groß. Ich muss jeden Tag lernen, ich muss jeden Tag Blogs anschauen, Webseiten durchsuchen, um immer auf Ballhöhe zu bleiben, was sich natürlich auch viel ändert in der Gesetzgebung, in Lösungen.
Und jetzt ist quasi der Markt hat sich so weiterentwickelt, dass quasi alle drüber reden und du giltst eigentlich schon seit langem als Spezialist dafür. Ist ja eigentlich perfekt, oder? Gut, ja. gut die Richtung eingeschlagen. Yeah. Gutes Gefühl für den, also aus eigener Überzeugung für den Markt gehabt. Richtig, richtig cool, wenn das so zusammenpasst. Danke. Jetzt bist du ja schon sehr, sehr lange selbstständig. Wenn du so zurückblickst, wahrscheinlich eine Zeit von wie immer Höhen und Tiefen, oder? Kann man sagen, auf jeden Fall. Was sind denn so Tiefen gewesen, wo du gesagt hast, okay, das waren echt krasse Momente, wo ich durch musste und was waren die Learnings daraus? Ja, es gab schon mal Momente, wo der Wasserstand stieg und wo man dann wirklich auch tatsächlich existenzielle Sorgen sich macht. Das wünsche ich niemandem, aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch wiederum ein Learning, was man da hat und dass man vielleicht auch auf seine Kosten gut Acht geben sollte, dass man auch, was Mitarbeiter angeht, dass man es nicht verpasst, sich entsprechend auch mal etwas zu verschlanken. Ich sag der Richtige. Also wirklich genau hinschauen, das wäre so das, was ich daraus gelernt habe. Und wie gesagt, trotzdem, ich würde es immer wieder tun. Okay. Und woher hast du denn diesen Willen genommen, diese Zeit, diese schwierigen Phasen immer wieder zu überwinden? Ich denke, das kam auch aus meinem Netzwerk. Ich habe, da kannst du fast jeden fragen. Jeder hat so eine Situation schlimmer oder weniger schlimm durchlebt. Und wenn man ein großes Netzwerk hat und offen miteinander kommuniziert, dann kriegt man auch die richtigen Antworten. Dann wird einem auch geholfen. Und so war es bei mir auch. Also ich setze auf Menschen. Immer auf Menschen. Sehr cool. Und was waren die absoluten Highlights? Gab es mal so eine Verpackung, auf die du ganz besonders stolz warst? Oder war es ein Teamerlebnis? Was waren so Sachen für dich? Also ein Highlight war eine Verpackung, die ich mit Team natürlich für Adidas entwickelt habe, zur Weltmeisterschaft, ein Trikot. Und das hat dann tatsächlich, Diego Maradona hat diese Verpackung bei einer Pressekonferenz für Adidas präsentiert. Das Ding war ziemlich groß. Dann kann man sagen, oh, die Verpackung ist aber ziemlich groß. Oder man kann sagen, oh, Diego Maradona ist aber ziemlich klein. Und beides ist richtig. Könntest du dir jemals vorstellen, angestellt zu sein? Nein. Und warum nicht? Ich glaube, der Zug ist irgendwie abgefahren. Vielleicht früher hätte ich mir das vorstellen können. Ich komme auch aus einer Arbeiterfamilie, deshalb habe ich auch mein Blue Jacket. Das ist so, davon habe ich 6 Stück. Ne? Also Blue Collar Worker, weil ich auch wirklich mit den Händen arbeite. Also eigentlich kenne ich das aus der Familie nicht, die Selbstständigkeit. Aber wenn man einmal dran geschnuppert hat und das weiß, also mir würde die Freiheit einfach fehlen, meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Okay, und was würdest du anderen Menschen mit an die Hand geben wollen, die gerade mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen? Ich würde ihnen raten, genau sich rechtzeitig die Leute zu suchen, die vielleicht Dinge besser können oder schneller können als sie selbst oder die einfach das Ganze mit Kompetenzen ergänzen können, die sie selber nicht haben. Das würde ich unbedingt raten, und zwar früh. Früh anfangen, man muss ja auch nicht sofort da in Anstellungsverhältnisse kommen. Man kann ja auch kollaborieren, aber ich würde immer raten, dass man irgendwie zusammenarbeitet. Cool. Und du bist ja schon lange dabei. Ich glaube, wir sind ähnlich lange dabei, aber trotzdem ja gerade erst am Anfang. Wo ist ein Uwe in 5 Jahren? Ein Uwe in 5 Jahren, der macht das, was er macht, und zwar auch immer noch im blauen Jackett und auch immer noch mit Bleistift und Messer, aber im größeren Stil, weil ich möchte gerne, dass meine Arbeit noch mehr Impact gewinnt. Deshalb bleibe ich selbstständig, aber habe mich einer großen Agentur angeschlossen aus London und bin dort dann zukünftig der Partner für Europa, werde mein Office in Hamburg behalten. Und dort kümmern wir uns eben um die ganz großen Kunden, sowas wie Colgate Palmolive und Coca-Cola. Den habe ich heute telefoniert. Also das sind die Dinge, wo ich mich einbringen möchte, wo ich Spaß dran habe. Und ich habe wieder eine Arbeitsfamilie. In meiner Einzelselbstständigkeit habe ich auch viele Menschen um mich herum gehabt, mit denen ich sprechen konnte. Aber richtig Teil etwas Größeren zu sein, das gefällt mir schon sehr. Und da bin ich in 5 Jahren hoffentlich immer noch. Wow, cool. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Dankeschön. Und ich freue mich schon darauf, das zu verfolgen, wie du Nachhaltigkeit in diese Unternehmen dann mit reinbringst und deinen persönlichen Weg dabei zu verfolgen. Sehr cool. Wirst von mir hören. Ja. Cool. Vielen Dank, Uwe. Danke. Vielen Dank, Matze. Das war sehr schön.